Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte eigentlich nur auf zwei Aspekte eingehen. Den einen hat als einzige Frau Dr. Schwenke erwähnt, ich meine damit die Expertenanhörung im Energieausschuss. In die gleiche Richtung zielt ein Papier des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft vom Montag dieser Woche. Der heißt Weckruf an die Politik. Der Titel mag reißerisch sein, aber er ist jetzt nicht von mir, er ist vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Aus dem Ausschuss möchte ich jetzt nicht mündlich zitieren, ich möchte nur auf die Papiere eingehen, die ohnehin frei zugänglich sind, die man im Internet abrufen kann. Und eben auch dieses Papier vom Montag, das geht in die gleiche Richtung, was die Übertragungsnetzbetreiber in ihren Papieren erwähnen. Ab dem Jahr 2023 postulieren sie eine deutliche Unterdeckung der gesicherten Leistung. Darauf muss man natürlich reagieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir dieses Stromdefizit dann einfach importieren, weil ja die Nachbarländer durchaus ähnliche Verbrauchskurven haben. Der Neubau von Kraftwerken dauert in der Regel 4 bis 7 Jahre, schreibt auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Und wenn das 2023 so ist, dann braucht man zumindest mittelfristig eine Lösung dafür. Wir haben ja im Ausschuss darüber gesprochen. Der Netzausbau sowohl auf der Übertragungsnetzseite, auch auf der Verteilnetzseite kommt ja recht gut voran. Da ist ja durchaus einiges passiert in letzter Zeit. Da ist auch kurzfristig relativ viel in Planung. Dann fordert der Bundesverband einen Ausbau der Energiespeicherung. Aber da komme ich zu Herrn D'Acunha. Wenn Sie sagen, dass Kohle, Uran und Öl endlich sind, haben Sie natürlich vollkommen recht. Aber das gilt nicht nur dafür. Das gilt natürlich auch für Lithium, seltene Erden und Ähnliches, was Sie brauchen, um eine Energiespeichersystemtechnik, um Elektromobilität und Ähnliches aufzubauen. Und da würde ich Sie mal bitten, das mal zu prüfen, wie weit Sie damit kommen mit den bekannten Lithium- und seltenen Erdenvorräten, die wir auf der Erde haben, die bekannt sind, die abgebaut werden. So, dann der Bundesverband fordert dann auch einen Ausbau von Gaskraftwerken, die man eben sehr schnell hoch und runter fahren kann, um die Schwankungen bei der Wind- und Solarstromerzeugung dann eben zu kompensieren. Das hatten wir ja im Ausschuss, die Papiere hatten wir dort ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber dort passiert zurzeit eben nichts. Und wenn wir jetzt nichts tun und die gesicherten Reservekapazitäten in Form der Kohlekraftwerke bereits jetzt vom Netz nehmen, dann laufen wir in ein Problem hinein. Jetzt sagen Sie natürlich, liebe AfD, bringt ihr mal eine Lösung. Ja gut, ich habe eine. Wir sollten das Abschalten der Kohlekraftwerke durchaus noch ein paar Jahre nach hinten schieben, um nicht in die Gefahr großflächiger Blackouts reinzulaufen, weil der Schaden ist viel größer. Oder wir sollten, ich weiß, der Staat kann natürlich keine Gaskraftwerke bauen, ist klar, aber er muss natürlich dann die Rahmenbedingungen schaffen, sodass das dann eben möglich ist und wir diese sichere Stromversorgung, die wir hier über viele Jahrzehnte hatten, auch fernerhin haben werden. Das war das eine. Darauf ist sonst noch keiner eingegangen, ich weiß nicht warum, aber gut. Dann kommt ja immer das Arbeitsplatzargument. Vorhin kam ja das Argument durch, ich glaube, das war der Minister mit 15.000 Arbeitsplätzen. Es ist natürlich klar, ich kann natürlich sagen, ich habe Unternehmen, die sind in der Windkraft tätig, in der Solarindustrie, Wartung, Instandhaltung, Zulieferer, da entstehen Arbeitsplätze. Aber der ist Ihnen sicherlich bekannt, der Professor Sinn, ehemaliger Leiter des IFO-Instituts in München, der hat mal eine Rechnung aufgemacht, durch die genannten hohen Strompreise, ob wir nur höher als Brandenburg sind oder gleich hoch, lasse ich jetzt mal weg, das ist auch nicht so wichtig, entstehen natürlich Verdrängungseffekte in herkömmlichen Branchen, also in anderen Investitionsgüterbranchen oder in Konsumbranchen. Durch diesen Kaufkraftentzug verschwinden an anderer Stelle auch Arbeitsplätze. Meines Wissens nach hat bisher nur Baden-Württemberg da mal eine Studie veröffentlicht, die sich auf die Netto-Arbeitsplatzeffekte der Energiewende bezogen auf ein Bundesland beziehen, in diesem Fall halt Baden-Württemberg. Ich persönlich bin da eher skeptisch, weil Netto-Arbeitsplätze könnten durch die Energiewende eigentlich nur dann entstehen, wenn die Kapitalintensität der Produktion in diesen neuen Sektoren kleiner ist als in den alten. Das erscheint mir aber sehr unwahrscheinlich. Andererseits ist es so, wenn dem doch nicht so ist und es entstehen Nettoarbeitsplätze unter dem Strich, dann bedeutet das natürlich, dass ich mehr Personal brauche, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Das heißt, ich mache den Energieerzeugungssektor genau genommen unproduktiver. Wenn ich das aber tue,
dann laufe ich ja quasi zwangsläufig in Einkommens- und Lohnsenkungen hinein. Aber das kann ja nicht das Ziel staatlichen Handels sein. Und dann noch ein dritter Aspekt, ganz kurz. Es kommt ja auch oft das Argument, wir sind innovativ. Innovativ ist natürlich jede neue Technik. Es gibt dort auch sehr viele innovative Elemente. Das bestreite ich gar nicht, gar keine Frage. Aber weiß der Staat wirklich besser als die Unternehmen, wie die Investitionen gelenkt werden sollen? Das hatten wir schon mal und das hat nicht funktioniert vor 1990. Ich denke, das ist auch nicht so der richtige Weg. Der Staat kann natürlich Pilotprojekte machen, er kann Anstöße geben, er kann Rahmenbedingungen setzen, alles klar. Alles kein Problem, aber er sollte nicht zu stark lenkend eingreifen, weil dem Weg, den wir in Deutschland gehen, folgen ja einige Länder partiell durchaus. Die machen ja auch was im Bereich erneuerbarer Energien. Aber in die Stringenz, in der wir das durchziehen, die gibt es so in keinem anderen Land. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Danke sehr.